So, und da sind wir wieder bei Sons of the Forest. 3 von 3 in dieser Session. Frag mich ja echt, warum bei einigen Leuten das Spiel so viel besser aussieht. Manchmal. Wenn man bedenkt, dass ich ja eigentlich alles auf 100% habe. Ist auch irgendwie komisch hier mit dem Aufnahmeprogramm, dass das so schlechte Qualität hier wiedergibt. Es ist halt auch nur in diesem Projekt so, ne? Ist in keinem anderen so. Und ich weiß nicht wieso. Das ist einfach, weil hier so viel gerendert werden muss. Denn hier ist sehr viel in einem Wald. Und da ist er, der Boss. Ich hab's ja gesagt. Der kommt diese Session. Bleibt er da jetzt stehen oder was? Gib mir die Rifle. Habe ich auch noch nie wirklich genutzt. Geil. Wer geht der da überhaupt drauf? Wäre vielleicht ganz gut gewesen, könnte der hier Bäume zerstören. So war jetzt eigentlich eher lächerlich. Toller Bus. Mal eben weggesniped. Ja, der kann hier auch nichts tun. In einem dichten Wald, da kommt er nicht durch. Müsste ich mir eigentlich jetzt schon hier so einen Karren wieder bauen. Ich das ein bisschen schneller hier rumtragen kann. Ich kann ja leider nicht mehr auf die Zipline vertrauen. Zu oft wurde uns jetzt einfach das Zeug weggenommen. Übrigens, jetzt wo hier gerade es angefangen hat zu blitzen und dann kam direkt der Bossgegner. Glaubt ihr, das hängt zusammen? Das könnte man sich doch eigentlich denken, oder? Der nur rauskommen kann beim Donner. Macht vielleicht nur bei ihm dann Sinn, weil bei den anderen Dämonen hat es ja auch nicht geregnet oder gedonnert. Ich kam einfach so. Weiß ich nicht ganz, müssten wir halt mal austesten. Würde am besten testen, wenn ich noch mal reingucke, wann genau der immer kam. Das sage ich ja natürlich jetzt aber auch nur basierend darauf, dass es auf jeden Fall geblitzt hat, als wir das Zeug da aufgebessert haben, die Waffen. Was ich übrigens auch noch für alle meine Waffen hätte machen sollen.
Aber das können wir auch noch in späteren Folgen irgendwann mal machen. Das muss ich dann vor allem halt auch unten in der sicheren Base dann machen. Weil sonst hast du das Problem ja, dass die ganzen Gegner da auftauchen und einfach ankommen. Und denk mal, bei der großen Mauer, da kommen sie nicht mehr durch. Vor allem, weil der Slinky da nicht mehr einfach durchkommt. Der kommt auch irgendwie seltener, ne? Das ist damals öfter gekommen. Vielleicht mag der auch hier oben einfach nicht. Aber jetzt kommt der bestimmt gleich, weil ich das einfach angesprochen habe. Der mag das ja einfach blöd zu sein. Der weiß ja, dass der mein Hassgegner ist generell. Fucking Slinky. Also ganz so krass viel kommt mir das jetzt tatsächlich auch nicht mehr vor, was wir hier noch machen müssen an Holz reintun. Natürlich muss da dann noch das Schnellreisesystem oben drauf. Das kommt alles noch. Schlimmste wird übrigens sein, dann wenn wir von dort oben, wenn wir an der letzten Stelle, da kommt ja noch mal ein Plateau und dann müssen wir ja noch höher, um zum Skiresort zu kommen. Zum richtigen Skiresort. Da ist das sehr steil nach oben. Gerade sehr gruselig aus, wie Gavin da stand. Als hätte er gerade einfach so eine Knarre in der Hand. Versteckt sich hinter dem Baum, um da irgendwem aufzulauern und den abzuschießen. Das sieht cool aus. Nicht, warum da dann Holz reingetan wurde, aber dann für den Rest wieder nicht. Muss hier jetzt auch immer weiterlaufen für das Zeug. Ja, mit einer Karre wäre das alles sehr viel einfacher gewesen. Regengeräusche, ich sehe aber keinen Regen. Finde schön, wie Kelvin halt auch dort hinten irgendwie Sachen abbaut, anstatt hier direkt vorne. Wo er dann alles schon direkt drin hätte. Gleich auch wieder dunkel.
Tag 199. Wo ist das Holzteil? Da ist das Holzteil. Ob es hier einen Speedrun gibt für Stufe 50 Kraft. Wer braucht am wenigsten Tage dafür? Wenn Kraft dir wenigstens auch wirklich Kraft geben würde, ne? Anstatt Leben. Wofür brauchst du eine größere Lebensleiste, wenn du einfach deine Rüstung haben kannst? Einzige, wo dir das wirklich dann hilft, ist, wenn du einfach keine Rüstung hast. Was unwahrscheinlich ist, weil du immer deine Rüstung dabei haben solltest. Oder gegen Fallschaden. Deswegen finde ich, Stärke sollte noch mehr geben als einfach nur Leben. Vielleicht mehr Ausdauer? Vielleicht auch Schnelligkeit, so wie es im ersten Teil halt auch noch war. Wenn du dich gut ernährst, konntest du nämlich schnell sein, dich schnell bewegen. Das haben wir hier auch noch nicht drin. Generell so ein Krankheitssystem haben wir hier nicht drin und ich verstehe nicht wieso. Könnten sie halt auch einfach aus dem ersten Teil übernehmen, aber haben sich wahrscheinlich gedacht, ja, hat ja eh keiner reingeguckt ins Buch, außer der eine Typ, der alle Leute darauf hingewiesen hat, dass man ja keinen Kannibalismus betreiben soll, weil dadurch wird man krank. Aber hier finden sie Kannibalismus offensichtlich toll, weil irgendwie hat man da keine Nachteile durch. Kannst du einfach in die Suppe werfen. Und dann gibt es für mich da auch keinen Grund, irgendwie das nicht zu tun. Da macht es dann halt schon Sinn. Genauso wie einfach dreckiges Wasser zu trinken. Das habe ich ja auch schon oft genug gemacht, wenn ich da einfach einen Fisch in der Nähe habe. Weil warum sollte ich mir da die Mühe machen, das irgendwie zu kochen, wenn ich auch einfach erstmal mich viermal mit schlechtem Wasser besaufen kann und dann einfach einen Fisch esse, um mich komplett voll zu heilen. Ist halt übertrieben. Ich begebe mich jetzt mal nach oben. Nämlich langsam dunkel. Das wollte ich nicht. Das ist tatsächlich nicht mehr so viel. Das sah mehr aus, als es war. Ich glaube, das Schlimmste ist halt auch immer wieder die Türmchen hier aufzustellen. Das lässt es am Ende halt länger dastehen, als es eigentlich ist, wenn man einfach das Holz reintut. Was war das jetzt? Der ist jetzt da unten, natürlich.
Ja, hier kommt dann nachher der richtig steile Abhang. Ich glaube, ich würde vorschlagen, wenn wir da weitermachen, dass wir einfach darüber hochgehen, anstatt jetzt darüber. Und das hier ist nicht so steil. Wäre eventuell besser. Tag 200. Kein Achievement. Warum auch? Nicht genug. Ich könnte einen Eierlikör machen, aber der füllt mich nicht komplett auf. Ich will jetzt eigentlich auch nicht nach unten gehen wieder, wenn ich jetzt eh hier auf Essen warten muss. Nachher vergesse ich dort noch. Gestern mir richtig schön den Arm verrenkt beim Arbeiten. Ich habe leider das Problem, jedes Mal, wenn ich gähne, dann strecke ich mich auch. Und irgendeine meiner vier Extremitäten wird dabei zwangsläufig einen Krampf kriegen, wenn ich es zu übertrieben mache. Gestern war der Arm, oft sind es die Beine, gerade das rechte Bein. Es tut dann richtig weh in den Waden. Man kann es auch nicht mehr laufen. Ist mir oft genug passiert. Und so weit willst du einfach nicht, dass dir das passiert. Das ist sehr unangenehm. Hauen wir uns so weit hier rein. Und voll. Ja, auf solche Krämpfe könnte ich eigentlich zukünftig verzichten, aber da komme ich, denke ich mal, nicht mehr drum herum, dass das passieren wird. Gehört wohl jetzt einfach zu meinem Leben dazu. Auch wenn ich das wirklich nicht gerne haben würde da drin.
benutzen die letzten 5 Minuten mal, um hier einen Karren hinzusetzen. Ja, das wird ein bisschen viel hier, was Kevin da hinsetzt. Der Karren keine Lagerung. Versorgung. Was wie das als Versorgung gilt, der Steinkamin. Aber gut, dann nehme ich den. Da vorne ist ein Gegner. Kümmern wir uns eben drum. Was macht der da? Der sieht mich. Hin. Pumpe. Komisch. Ist einfach verschwunden vor meinen Augen. Okay. Ah, da ist er. Hi. Mir noch was holen für mein nächstes Essen. Der Arm hat ja eigentlich schon gereicht. So, ich brauche Sticks. Gib mir Sticks. Ist irgendwie halt wirklich dieses Stick-Problem, ne? Dass du die einfach nicht bekommst. Ist halt so ein Kelvin-Drop, der kriegt das immer, aber du kriegst davon nie was. Gefühlt. Aber wenn du es nicht brauchst, kriegst du es dann halt immer durch diese Bäume hier. Und wenn du es dann brauchst und dieselben Bäume abschlägst, dann werden es plötzlich Stämme. Halt typisch. Zügle mich hier übrigens noch, ne? Also, ich sag noch nicht, jo, dieser Baum wird das und das direkt sein. Weil ich genau weiß, wenn ich das tue, würde das Gegenteil davon sein. Ich jetzt sage, ja, hier, das wird ein Stickbaum. Das könnte jetzt tatsächlich einer werden. Dann wird es ein Lockbaum. Na, das ist. Halt wirklich so, das ist ein Fluch. Kann aber auch, glaube ich, daran erkennen, wie schnell das abfällt. Weil der andere, der brauchte gerade länger, bis ich den gefällt habe. Jetzt der hier jetzt. Ja. Bring mir mal ein paar Sticks.
Das war halt damals besser, als man hier wirklich auch die Teile hier einfach zerstören konnte, dass Sticks rauskamen. Das gibt es hier halt nicht mehr. Ich verstehe nicht wieso. Warum haben die die rausgenommen, die kleinen Büsche? Generell Büsche, wo man Sticks rauskriegen konnte. Da unten piept die ganze Zeit übrigens irgendwas rum und ich weiß nicht, was es ist. Und es regnet schon wieder. Und hat gedonnert. Wenn jetzt wieder irgendein Mutant ankommt, dann schieben wir darauf, ne? Wir haben schon 26 Minuten, aber ich möchte das hier jetzt gerne noch fertig bauen. Ich hatte aber auch wirklich Scheiße mit den Sticks. Bring mir so viel du kannst. Mach keine Pause, bevor du nicht fertig bist. Schon dabei sind. Den Weg sollten wir auch ein paar finden. Ist da ein Stickbaum? Genau so was will ich doch. Warum gibt es das hier nicht mehr so oft wie vorher war? Und vor allem, warum kommt da nur ein einziges Teil raus? Anstatt wie damals irgendwie drei bis vier. Wenn du was richtig Großes hattest, sogar irgendwie 6 bis 10. Nenne jetzt gerade einfach nur irgendwelche Zahlen, das muss nicht unbedingt stimmen. Ist gut jetzt, gell? Wir brauchen nicht noch mehr. Dann wiederum wahrscheinlich irgendwie schon. Voll. Gib mir die Sticks. Folgt mir. Dann guckt mir halt nicht zu. Und wir hauen hier ab. Und haben die 30 Minuten dann jetzt gleich auch. Ich bin wieder jetzt richtig rast. Wie gruselig ist das? Und dann, wenn er nahe dich rankommt, ist er plötzlich richtig langsam. Der kann rennen, aber er tut's halt nie. Aus welchem Grund auch immer. Bist du jetzt mittlerweile nett zu mir? Nö.
piept denn da die ganze Zeit unten? Irgendwas auf der Straße piept da die ganze Zeit hier vor meinem Haus. Keine Ahnung. Wir haben es jedenfalls geschafft, haben die 3 Folgen gemacht und dann würde ich doch mal sagen, war da gerade 198, da müsste doch 200 stehen, aber da steht 199. Gut, das stimmt einfach nicht. Ich würde mal sagen, das wäre es für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.